immer wieder mal bekomme ich irgendwelche Links oder man fragt mich zu bestimmten Personen. Und wie soll ich das jetzt alles beschreiben? Das ist die große Frage. Ich denke, dass viele Ausländer, sage ich mal, alles Leute, die außerhalb Israels leben, wohnen, geboren sind und eigentlich noch nie oder fast nie in Israel waren, also dass die das meistens betrifft. Ich denke mal einschließlich meinem Bruder. Es fragen mich immer wieder Leute, ja, kennst du den und kennst du den? Und dann sind das meistens Leute, die eigentlich nur in Deutschland bekannt sind oder mehr oder weniger bekannt und von denen ist eigentlich nur in Deutschland die Rede. Und wenn eine Frage kommt, was hat der für eine Bedeutung in Israel? Keine. Also viele nicht. Obwohl es sich dabei öfters um Israelis handelt. Aber die leben halt in Deutschland schon sehr, sehr lange. Ich sage jetzt einfach mal Michael Wolfsohn. Oder Juden in Deutschland. Halt deutsche Juden, die keine israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Und auch noch nie richtig in Israel gelebt haben und vielleicht hier mal herkommen, so als Touristen. Und da besteht ja ein großer Unterschied und häufig wird der Fehler gemacht, vor allem in Deutschland, dass andere Leute, Otto Normalverbraucher in Deutschland, meint, dass wenn da Juden sind in Deutschland, auch deutsche Juden, wie zum Beispiel, wie heißt der jetzt, Michel Friedmann, oder Henrik Broder, mehr fällt mir jetzt nicht ein, dass die dann halt so auch Israel-Spezialisten sind, weil sie halt Juden sind. Aber das eine hat ja mit dem anderen jetzt gar nichts zu tun. Wenn jemand schon viele, viele Jahre in Deutschland lebt, selbst als Israeli, und jetzt kaum hierher kommt oder gar nicht mehr, da verliert man so ein bisschen die Bindung zum Land und obwohl man jetzt vielleicht hier Nachrichten liest online oder Nachrichten schaut, es gibt ja auch Fernsehnachrichten aus Israel, die man auch über Internet schauen kann oder Radio hören, aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn man hier vor Ort ist. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass gerade Deutsche, vielleicht auch Schweizer und Österreicher, das weiß ich jetzt nicht, aber gerade im deutschsprachigen Raum, dass man da immer wieder meint, und das sieht man ja auch jetzt gerade während des Krieges, in dieser ganzen aktuellen Situation, dass da Leute eingeladen werden in deutsche Fernsehstudios, wie diese Deborah Feldmann, das hatte ich auch noch gesagt, Friedmann, die mit Israel gar nichts zu tun hat und die man in bestimmten Teilen oder so der Welt überhaupt nicht kennt. Und hier ist Deborah Feldmann irrelevant. Hier gibt es viele Aussteiger von chassidischen Gruppen oder aus der charedischen, aus der ultraorthodoxen Welt. Und noch dazu, das habe ich schon öfter zu solchen Beiträgen, ich habe mir darüber schon einige Male gesprochen, was ich immer wieder erwähne, sie kommt, Deborah Feldmann kommt aus den USA. Und wer aus Amerika kommt und aus der ultraorthodoxen Welt ausscheidet sozusagen, ist in Israel irrelevant. Ich habe ja früher auf meinen Blogs sehr, sehr viel über das Thema berichtet, auf Deutsch und auf Englisch. Und vor allem auf Englisch oder dann kamen auch hebräische Kommentare, sogar jiddische Kommentare habe ich bekommen hier aus der ultraorthodoxen Welt. Und die haben alle geschrieben, also ich hatte da über jemanden, über eine Aussteigerin berichtet und mit der habe ich mich auch getroffen in einem Café in Ramat Gan. Und das war
ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll, aber sie war hier sowieso in den Medien. Ich sage es jetzt mal nicht. Aber jedenfalls habe ich über das Treffen berichtet und ich habe sie interviewt und all solche Sachen. Und dann kam vor allem von ultraorthodoxer Seite her oder überhaupt von israelischer Seite her, ja, die hat in Ashdod gewohnt, also im Süden von Israel. Ja. Was interessiert uns denn das? Kannst du nicht jemanden hier in Jerusalem finden? Mehr Scharim, so richtig Hinterhof und so? Das ist interessant, das wollen wir wissen. Und das schreibt auch die ultraorthodoxe Welt selber. Die wollen mich da rumlästern und so. Und die Frau kam aus Aschdod, ja, okay. Und sie war jetzt hier nicht im Zentrum der ultraorthodoxen Welt von Jerusalem. Aber das hat Leute schon wieder weniger interessiert, weil sie hatte weniger zu sagen. Sie hatte wirklich weniger zu sagen, weil sie kam aus einer bestimmten Gruppe, wo Frauen jetzt nicht ein besonderes Wissen haben über die Gruppe. Aber hier interessieren einfach Amerikaner nicht, die irgendwo aussteigen aus der ultraorthodoxen Welt in den USA. Das interessiert hier schon wieder alles nicht. Ist uninteressant. Und ich habe ja schon gesagt, dass amerikanische Juden, auch ultraorthodoxe Juden, eine ganz andere Mentalität haben als ultraorthodoxe Juden oder überhaupt Israelis oder halt Leute, die in Israel leben. Das kann man damit nicht vergleichen. Und deswegen ist das absoluter Schwachsinn. Sie würde jetzt hier nicht in irgendein Fernsehinterview eingeladen werden und über die politische Lage in Israel zu sprechen. Das würde keinen interessieren. Sie hat auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie Hebräisch spricht. Ich denke mal weniger. Und sie würde sich da nicht verständigen können. Und man würde sie hier nur auslachen. Eigentlich würde man sie gar nicht. Sie ist irrelevant. Und so sind auch andere Personen hier irrelevant. Auch ein Michel Friedmann ist hier komplett irrelevant. Den kennt hier keiner. Oder andere Leute halt. Es ist nicht so, wie ihr immer denkt, wen ihr da in Deutschland trefft oder im Fernsehen seht, dass derjenige auch in Israel der Superstar ist oder so. Nein. Ich wünschte mir, dass es manchmal so wäre, dass man in das deutsche Fernsehen, in diese Talkshows und so, Leute von hier einlädt, die wirklich was zu sagen haben. Und nicht irgendwie so Humpty-Dumptys, ne? Oder oh, der ist Jude, lebt hier in Deutschland, da kann der was sagen. Nee, kann er nicht. Was soll er denn hier sagen? Der kennt die Gesellschaft nicht, der kennt die Sprache nicht, der hat hier noch nie. Man muss hier jahrelang arbeiten und überhaupt und involviert sein und bla bla bla. Das macht keinen Sinn. Ja gut, dann kann man irgendwelche dilettantischen Informationen im deutschen Fernsehen von sich geben und viele Zuschauer glauben das dann. Aber es ist hier nicht so. nein, es ist. Wisst ihr, ich habe da ich weiß nicht, wo es auf der Welt war oder Welt Online oder irgendwas. Vor ein paar Monaten stand dann da, ja, da ist irgendeine Veranstaltung. Und hinterher spricht dann Israel-Experte, ich nehme jetzt mal einfach einen Namen, Otto Meyer. Okay, soll ich mich da jetzt hinsetzen und Otto Meyer zuhören, was der mir vorlabert? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Also das würde hier niemand machen, sich da hinsetzen und jetzt Otto Meyer, den Israel-Experten, zuhören. Das kann er irgendwelchen Deutschen verklickern, aber nicht hier. Und das ist eines. Oder einer der, oder ein Missverständnis, was viele Deutsche haben, dass wenn du in Deutschland Jude bist, dass du dann automatisch, nicht jetzt wie Otto Meyer, der nicht, aber dass du dann automatisch Israel-Experte bist. Das ist man nicht. Und natürlich kann man jetzt als deutscher Jude, sage ich mal, irgendwas von sich geben, seine Meinung hier über das Land oder so. Aber müssen wir uns das anhören? Müssen wir uns danach richten? Nein, der lebt ja gar nicht hier, der hat hier noch nie Steuern gezahlt, der hat hier noch nie irgendwas beigetragen. Sollen wir uns das jetzt anhören? Nö. Und er kennt ja hier gar nichts. Und wenn ihr hier als Otto Normal Touristen kommt, was macht ihr dann?
Dann fahrt ihr nach Tel Aviv meistens, weil das so gehypt ist. Ich verstehe nicht warum, aber es ist halt gehypt. Ihr verliert ein hohes Budget eine große Menge eures Reisebudgets, weil es so teuer ist, aber man ist ja jetzt gehypt, ne? Man ist ja jetzt mal da. Und ihr legt ihr euch an den Strand. Vielleicht geht er noch in irgendein Museum. Gibt ja auch in Tel Aviv verschiedene Museen. Muss man nur wissen und finden. Das stimmt nicht ganz. In der Strandnähe gibt es auch eins. Da gibt es die Tachanach. So eine ältere Siedlung von Templern und so. Ist jetzt auch ein Kulturzentrum. Also nicht jetzt auch, sondern schon längere Zeit, jahrelang. Und da ist auch so ein kleines Museum und so. Da kann man auch hingehen. Das ist kostenlos. Also war es zumindest zu meiner Zeit in Tel Aviv. Ich war dort öfter. Kann man auch ganz gut sitzen und alles Mögliche und gut fotografieren. Aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, verschiedene Museen in Tel Aviv oder andernorts. Und was macht ihr dann sonst noch? Dann lauft ihr halt so rum und schaut euch die Touristensachen an, was man halt so macht, und geht in eine Bar. Und wenn ihr länger als 3 Monate in diesem Land bleiben wollt, dann braucht ihr ein neues Visum. Denn das Visum, was ihr bei der Einreise am Flughafen bekommt, der Stempel, wird da noch gestempelt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das gilt nur für 3 Monate und dann müsst ihr das verlängern. Und dann müsst ihr, das verlängert man dann auf dem Innenministerium. Und da gibt es in jedem größeren Ort gibt's ein Innenministerium und da muss man dann hin und bekommt entweder noch mal 3 Monate oder 1 Monat oder gar nichts. Muss raus, je nachdem. Und das war's dann auch. Und das ist wahrscheinlich das einzige Ministerium oder die einzige Behörde, mit der ihr vielleicht mal in Kontakt kommt. Ansonsten kommt ihr ja gar nicht hier mit dem Behördenkram und allen möglichen in Kontakt. Und es ist ja auch immer ein Unterschied, bin ich Staatsbürger oder bin ich Tourist hier? Bin ich hier auf Touristenvisum und muss mein Visum verlängern lassen? Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Ein zweiter Punkt, der sehr, sehr häufig missverstanden wird, und da komme ich jetzt, glaube ich, auf meinen Bruder zu sprechen. Er hat mir mal so einen Kommentar geschrieben und da habe ich mir gedacht, er hat mir nicht mal so einen Kommentar geschrieben, so in der Art, also ich habe ihm mal ein Foto geschickt von draußen an der Straße und da waren allerlei Leute zu sehen. Und irgendwie kam es zufällig, dass auf diesem Foto fast eigentlich nur swadische Juden zu sehen waren. Und da sind teilweise nicht alle, aber viele von denen haben eine dunklere Hautfarbe. Also etwas dunkler, etwas brauner oder wie man da sagt. Mir fällt sowas gar nicht mehr auf, weil ich lebe ja hier und habe mit allen möglichen Leuten Kontakt. Ihm ist das sofort aufgefallen. Und da meint er, ja, das würde ja irgendwie aussehen. Also, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber was er so meinte, war wie in einem arabischen Land oder so. Also, es war jetzt nicht rassistisch gemeint, sondern eher erstaunt. Und da habe ich mir gedacht, da liegt so ein bisschen auch noch der Haken, weil Israel besteht aus aschkenasischen Juden, also die aus westlichen Ländern, und genauso wie aus swadischen Juden aus, ich sage jetzt einfach mal, orientalischen Ländern, ist nicht immer vielleicht so ganz orientalisch, Marokko, Tunesien, Algerien, Ägypten, dem Libanon, Syrien, Kurdistan, Jemen, Iran, Irak. Also das ist jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Und da haben natürlich Leute öfter schwarze Haare oder so. Und das sieht hier nicht so aus wie, weiß ich nicht, in Holland oder in Dänemark, wo vielleicht viele, viele Leute mit blonden Haaren rumlaufen oder irgend sowas. Sondern viele Deutsche machen sich vermutlich, und darüber habe ich schon mal geredet, darüber habe ich ein eigenes Video gemacht. Die machen sich davon keine Vorstellung, dass Israel ein sehr swadisches
Land ist. Natürlich, wenn man nur nach Tel Aviv fährt oder so, oder nach Ra'anana oder nach Kfar Saba oder so, dann wird einem, oder Petach Tikva ist falsch, Petach Tikva war früher mal Seswarisch. Halt in solche Gegenden oder Cholon oder Bat Yam sind immer noch sehr, sehr Seswarisch. Aber wenn man nur in solche Gegenden fährt, jetzt sage ich mal wie Tel Aviv oder sowas, dann bekommt man das vielleicht gar nicht so mit. Natürlich starrt man da jetzt nicht auf Leute, wer ist jetzt dunkel und wer ist jetzt hell oder so. Israelis hier wissen das meistens und wenn man es nicht jetzt unbedingt sieht oder hört, manchmal hört man es auch am Akzent, nicht am Akzent, sondern es gibt swarische Juden, die sprechen diverse Wörter ein bisschen anders aus. Daran muss man sich manchmal gewöhnen. Also ich habe, als ich in der Bäckerei gearbeitet hier, habe hier vor Jahren, da ist der Vorgesetzte war aus dem Irak, aber ich weiß gar nicht, ob er noch im Irak geboren wurde. Nee, jetzt ist er hier aufgewachsen und alles. Aber er hat bestimmte Wörter etwas anders ausgesprochen. Ich habe das verstanden, aber ich fand das nur komisch, dass er die anders ausgesprochen hat. Aber okay, das machen einige swadische Juden. Aber normalerweise erkennt man sowas am Nachnamen. Es sei denn, jemand, eine swadische Frau hat einen aschkenasischen Mann geheiratet. Aber es ist hier lange nicht so, dass hier alle Goldmann oder Rosenthal heißen. Mit diesem Namen habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie jemanden getroffen. Also ich jetzt persönlich. Natürlich gibt es das, aber. Sondern man hat hier sehr, sehr viele swadische Namen und vielerorts sind swadische Juden in der Mehrheit, so wie hier in Jerusalem. In Tel Aviv ist das ein bisschen anders, aber man hat hier in vielen Orten eine swadische Mehrheit. Und das hört man natürlich am Nachnamen und am Nachnamen hörst du auch. Also ich höre das am Nachnamen, ob jemand aus Marokko kommt oder aus dem Iran. Denn die haben ganz bestimmte Nachnamen. Aus Syrien, ja, da gibt es auch so einen Nachnamen und so. Aber ich persönlich weiß das, wenn ich bestimmte Nachnamen höre, dass derjenige dann aus Marokko kommt. Oder ich kann das auch assoziieren mit diversen Nachnamen im Iran. Den Rest kenne ich nicht. Kann alles Mögliche sein. Aber man hat hier nachnamensmäßig, das hört sich dann für Außenstehende, sage ich ja mal, für Touristen, hört sich das dann irgendwie teilweise arabisch an. Das ist mir auch schon passiert. Da hat mir jemand gesagt, ja, der heißt so und so. Da hat man mir nur den Nachnamen gesagt. Und dann habe ich gesagt, ah, sind das Araber? Nein! Um Gottes Willen! Aber wusste ich nicht. Ich habe dann gleich nachgefragt. Aber man hört hier sehr, sehr viele Nachnamen und man kann dann diese Leute damit assoziieren. Und hier wird auch viel darüber geredet, wenn du jemanden kennst oder so. Oder auf der Arbeit halt. Oder selbst wenn man da jemanden trifft beim Kaffee trinken oder so. Oh, wo kommst du denn her und so? Wo sind deine Wurzeln? Und so, da redet man ganz, ganz schnell drüber. Und dann sagt er, ja, ich hatte einen Arbeitskollegen, da war der Vater aus Algerien und die Mutter aus Kurdistan. Oder umgekehrt, halt sowas. Sowas gibt es hier auch total viel, dass die Leute halt heiraten. Und dann sind die Kinder, ich weiß nicht, das und das und das. Und haben dann ein bisschen verschiedene Traditionen und so. Aber es ist ja eigentlich, es ist ja immer die gleiche Tora. Die Tora selber ändert sich nicht. Das war übrigens auch mal die Frage, ob sich die Tora ändert, wenn du aus, ich sag jetzt mal, aus Kurdistan bist oder aus den USA oder so. Das bleibt ja alles gleich. Manche Traditionen sind etwas anders und manche Halachot, also die Religionsvorschriften, sind manchmal auch anders zwischen swarischen und aschkenasischen Juden, zum Beispiel beim Schächten vom Tier zum Beispiel, gibt es so ganz kleine Unterschiede bei den Messern. Und
wie Verschiedenes gehandhabt wird, gibt es diverse Unterschiede. Und swadische Juden haben auch ihr eigenes Gebetbuch und aschkenasische Juden. Aber bei aschkenasischen Juden, da gibt es auch wieder Unterschiede. Da gibt es dann wieder ganz unterschiedliche chassidische Sidurim, chassidische Gebetbücher. Also das bedeutet, dass der eigentliche Text bleibt immer der gleiche. Aber es werden dann bestimmte Einfügungen gemacht, das heißt, bestimmte Gebete gibt es dann irgendwie extra aus deren Tradition heraus oder kabbalistische Einschläge oder so. Da wird dann neben den ganzen Hauptsachen, sage ich mal, folgen dann noch kabbalistische Texte zum Beispiel. Und die Kabbalah besteht nicht nur für das aschkenasische Judentum, sondern es gab in der Vergangenheit bis heute sehr, sehr viele swadische Rabbiner, die auch Kabbalisten sind oder waren. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Unterschiede direkt gibt es da eigentlich nicht. Aber sowas wird ziemlich häufig in Gebetbücher mit eingefügt, zusätzlich zu dem eigentlichen Text. Aber man kann jetzt nicht erwarten oder man sollte niemals erwarten, dass man jetzt hierher kommt als Tourist oder sowas und dass hier so alles funktioniert wie in Deutschland. Dass hier nur irgendwelche deutschen Juden rumlaufen oder so. Und ich kannte mal jemanden, den habe ich einmal an der Klagemauer getroffen durch Zufall. Und Gott sei Dank nur für eine Minute, denn irgendwie macht er einen ganz komischen Eindruck. Vielleicht ist er ja ganz nett oder so, aber auf mich macht er einen sehr komischen Eindruck und ich bin eigentlich gleich wieder weg. Derjenige kam aus dem Osten und wollte, also er war Jude, wohnte in Ostdeutschland und wollte nach Israel einwandern. Und wir waren so über so ein, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, das ist schon weit über 20 Jahre her. Da gab es diese Hagalil-Zeit in Deutschland. Und da hat er dann annonciert, da habe ich das öfter noch gelesen und solche Sachen. Oder Beiträge geschrieben. Und dann hat er da geschrieben, er möchte Aliyah machen, heißt nach Israel auswandern. Und da habe ich gesagt, ja, dann bereite dich doch schon mal vor und so eine Bürokratiesprache, alles so. Und da meint er, ja, Sprache braucht er nicht, weil da sprechen ja alle Deutsch. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch keinen getroffen jetzt so direkt. Und da meinte ich, nein, er sollte schon Hebräisch lernen oder also nach seiner Ankunft hier sollte er in so ein Einwandererheim erstmal kommen. Da bleibt man normalerweise für 6 Monate. Das heißt Merkas Klita und da hat man dann auch einen Sprachkurs erstmal. Und da hat man Unterkunft und da bekommt man ein Zimmer, aber das Zimmer muss man meines Wissens nach teilen mit jemand anders. Kommt jemand als Familie, ist die Familie in einem Zimmer. Aber für sehr, sehr wenig Geld. Und er meinte, ja, also wenn jetzt da keiner Deutsch spricht, dann sprechen ja alle Jiddisch. Und da habe ich mir gedacht, warst du schon mal, habe ich ihn gefragt, warst du schon mal hier? Und er meinte, ja. Und der wäre da in den ultraorthodoxen Gegenden gewesen und so. Und übrigens sprechen nicht alle ultraorthodoxen Juden Jiddisch. Es gibt viele ultraorthodoxen Juden, die sprechen überhaupt kein Jiddisch. Ich kenne hier einige. Die sprechen kein Jiddisch. Die sind so geboren in die Gesellschaft hinein, aber die sprechen kein Jiddisch. Und die werden auch in der Schule nicht in Jiddisch unterrichtet. Beit Yaakov, die Mädchenschule für litwisch-ultraorthodoxe Jüdinnen, sage ich mal, eine Mädchenschule, da wird nicht auf Jiddisch unterrichtet, sondern auf Hebräisch. Und teilweise sprechen viele von denen auch zu Hause kein Jiddisch, sondern Hebräisch mit den Eltern. Also man kann das nicht verallgemeinern, dass hier alle ultraorthodoxen Juden Jiddisch sprechen, das ist einfach nicht wahr. Und die swadischen Juden, du hast auch ultraorthodoxe Juden hier, die swadisch sind, die sprechen sowieso kein Jiddisch.
Die sprechen Marokkait oder irgend sowas oder Kurdisch oder irgend sowas neben dem Hebräischen. Oder teilweise auch Arabisch manchmal. Nicht als Hauptsprache, sondern als so nebenbei. Aber man hat wahrscheinlich die ganze Welt, aber in Deutschland hat man immer dieses Stigmata. Und so ist das und so ist das und so ist das. Und das ist in Israel eben nicht so. Da gibt es einige, die sind so, einige sind so und andere, die sind wieder so. Und man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und hier erwarten, dass sie alle deutsch sind, wie dieser Typ da aus Ostdeutschland. Ich habe ihm gesagt, er soll Hebräisch lernen oder wenn er es nicht tut, vorher so ein bisschen. Dann kommt er ja hier in das Einwanderungsheim in Jerusalem. Und also da wollte er hin. Und da war er dann auch. Und dann kriegen die Leute erstmal einen Sprachkurs. Und er konnte nur Deutsch, meines Wissens nach. Vielleicht ein paar Wörter Englisch, aber auch nicht viel. Einfach nur Deutsch. Und er hat mir dann mal geschrieben nach 2 Monaten sowas, dass er wieder zurück in Deutschland ist. Weil es hätte in Israel niemand Deutsch gesprochen. Also es gibt schon Leute, die sprechen Deutsch, ne? Aber das siehst du ja nicht von weitem und du gehst ja nicht zu jedem und laberst einen auf Deutsch an. Da kannst du schon machen, ne? Aber man versteht das die Mehrheit absolut nicht. Da kriegst du dann auch keinen. Ja, sollen die jetzt alle Deutsch lernen und Deutsch können, damit du dich da verständigen kannst? Und er meinte, da hätte keiner Deutsch gesprochen. Und er hätte den ganzen Tag nur auf seinem Zimmer gesessen und sich gelangweilt und er konnte irgendwie nicht raus, weil er konnte nur Deutsch. Und mit Behörden und so konnte er auch nicht kommunizieren. Und normalerweise in solchen Einwandererheimen sind dann Sozialarbeiter, mit denen wird er wahrscheinlich auch nicht kommuniziert haben, weil es einfach nicht geht. Und dann ist er wieder weg. Und das war's dann. Dann war er wieder in Deutschland. Er meinte, ja, beim nächsten Mal oder so, wenn er das nochmal macht, dann klappt es wahrscheinlich besser. Ja, wenn Leute sowas sagen, die kommen normalerweise nie wieder zurück. Die siehst du nie wieder. Und ja, für mich war es komisch, ne? Wenn ich jetzt irgendwo in ein anderes Land ziehe oder so, dann bin ich doch erstmal richtig neugierig. Wie läuft das da? Was macht man da? Und wie frage ich alle möglichen Leute? Ich kann mich da verständigen, ich kann ganz gut Englisch und ja, Deutsch kannst du vergessen, brauchst du hier nicht. Ja, Hebräisch kann ich auch. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Spanien kommen würde, ne? Ich würde jetzt nach Spanien kommen. Ich habe mal Spanisch gelernt in der Schule, aber das ist eine Katastrophe. Das könnte ich nicht anwenden. Aber oder ich fahre jetzt nach Südamerika. Dann würde ich versuchen, jemanden zu finden, der Englisch spricht, so ein bisschen, was bestimmt sehr schwer sein wird. Würde ich mir keine Illusionen machen. Aber ich würde dann irgendwie schon jemanden finden, wo das so geht. Und dann würde ich doch erstmal nachfragen. Und wenn ich mich da niederlassen würde, dann würde ich doch als erstes mal die Sprache lernen. Und einen Job suchen und was weiß ich und alles Mögliche. Und fragen, wie das da in der Gesellschaft alles so funktioniert. Da wäre ich neugierig. Das interessiert mich doch. Ich bin jetzt hier und muss wissen, wie was funktioniert. Aber das war bei dem Typen nicht der Fall. Der hat sich in seinem Zimmer verbarrikadiert, dass ihn bloß niemand anspricht. Und dann ist er wieder weg. Das ist natürlich auf einer Seite immer irgendwie für Israel nicht so besonders, weil Israel, der Staat, steckt Geld in diese Leute. Man bekommt ja da gewisse Vorteile auch finanzieller Natur und so, ne? Und dann sind die Leute wieder weg oder dann hast du hier Leute, die sich nicht integrieren,
die dann nur in ihrer Butze sitzen oder so, sage ich mal, und nicht mit anderen frei kommunizieren können. Gibt es hier sehr, sehr viele Leute. Na gut, bei Russen ist das noch ein bisschen einfacher, ne? Die finden viele andere Russen, mit denen sie kommunizieren können. Aber bei Deutsch, stelle ich mir schon kompliziert vor. Also bei uns hier, ich könnte ja noch nicht mal mit meiner Vermieterin sprechen, wenn ich nur Deutsch könnte. Da hängst du fest, ne? Also du solltest schon was machen. Aber wenn man da gleich von Anfang an sagt, nee, will ich nicht, weil da sprechen alle Deutsch oder Jiddisch, brauche ich nicht, dann hat jemand die falsche Vorstellung von dem Land. Aber insgesamt muss ich sagen, dass Israel kein irgendwie ein deutscher Ableger ist oder so. Ihr findet hier jetzt nicht unbedingt so viele deutsche Juden. Ihr findet hier viele Russen, viele Amerikaner, viele Südamerikaner. Wer Spanisch kann, der kann vielleicht auch jemanden finden. Oder Portugiesisch. Also hier gibt es auch viele Leute aus Brasilien zum Beispiel. Muss man nur finden. Ne? Aber da kann man dann vielleicht auch schon so ein bisschen kommunizieren. Aber die ganze Gesellschaft hier, die Gesellschaft als Ganzes, funktioniert völlig anders als in Deutschland. Und man kann nicht einfach hier deutsche Mentalität erwarten, deutsches Essen. Wahrscheinlich gibt es in Tel Aviv irgendwelche Plätze deutsches Essen, ne? Aber da gehe ich mal davon aus, dass es meistens nicht koscher ist oder so. Ich vermisse kein deutsches Essen. Brauche ich nicht. Ich esse das Essen von hier und mache mir das meiste eh selber und so Salate und alle möglichen Sachen. Vermisse ich nicht, brauche ich nicht. Und Freunde von mir backen Kuchen noch und nöcher. Und die bringen mir das dann immer vorbei. Und das ist super Kuchen. Und da brauche ich keine deutsche Bäckerei oder so. Überhaupt nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, und damit komme ich zum Schluss, dass man sich hier keine falschen Vorstellungen machen darf. Hier sind die Leute teilweise etwas dunkler. Und swadischer Abstammung. Und das sind hier nicht irgendwie, das Land besteht nicht aus irgendwelchen Überlebenden des Holocaustes, jetzt aus Europa, oder Nachfolger oder zweite, dritte Generation der Überlebenden, sondern es gibt hier ganz, ganz viele unterschiedliche Leute. Wie gesagt, aus dem ganzen Nahen Osten und aus Marokko und aus Tunesien, Algerien, Ägypten. Alles Mögliche. Es gibt auch ägyptische Juden, es gibt auch libanesische Juden, es gibt auch syrische Juden. Die habt ihr nicht in Deutschland, die haben wir hier. Also falls euch jemand was erzählt, solltet ihr das nicht unbedingt glauben, es sei denn, ihr geht zur jüdischen Gemeinde und fragt da wirklich nach, ob das stimmt. Lasst euch da nicht irgendwas erzählen. Aber das sind so, was ich so mitbekomme, immer so falsche Vorstellungen über Israel. Dass wir jetzt hier jeden Hunz und Kunz aus Deutschland kennen müssen. Und dann heißt es, ja, der ist ja in Israel geboren, aber der lebt schon lange in Deutschland. Oder der hat ja schon mal in Israel gelebt. Wie der Henrik Broder. Ja, da kennt er doch alles und so. Nö. Und wie lange ist das schon her? Wie lange ist das schon her? Als ich im Ende Januar 1998 nach etwas mehr als 3 Jahren Israel nach Deutschland geflogen bin und dort 2,5 Jahre verbrachte, und als ich nach diesen 2,5 Jahren im Sommer 2000 wieder hierher kam, und diesmal richtig Aliyah gemacht hatte und richtig offiziell und alles, da musste ich mir auch erst wieder vieles aneignen, weil es hatte sich schon wieder einiges geändert und es ändern sich ständig Sachen, es ändern sich ständig irgendwelche Behördensachen,
Oder ganze Stadtteile verändern sich, ne? Da werden Häuser abgerissen, ganze Häuserzüge, ne? Und dann wird alles neu gebaut. Und auch hier in Jerusalem hast du jetzt total viele Hochhäuser und alle Sachen. Ne, da kannst du nicht kommen und sagen, ja, ich war vor 10, 15, 20 Jahren mal da. Und dann weiß ich das. Nein, es kommt auch immer darauf an, mit wem man zu tun hat. Ne? Hast du mit den ganzen Behörden zu tun und mit was weiß ich alles. Und hier mit Rechnungen zahlen und Kreditkarten und einkaufen gehen und bla bla bla. Das macht ja noch einen riesengroßen Unterschied. Und wenn ich da jahrelang als Israeli im Ausland wohne, zum Beispiel in Deutschland, dann muss ich, wenn ich dann nach Jahren wieder zurückkomme, mich auch erstmal wieder, dann dauert es auch wieder eine gewisse Zeit, ehe man sich eingewöhnt. Obwohl man vielleicht Online-Nachrichten liest und so. Aber lokal, da wo du wohnst und so, ist das ja nochmal was ganz anderes. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren und deutsche Juden sind normalerweise keine Israel-Experten. Die ganzen Leute, die da bei euch in den Fernsehstudios sitzen, würden hier nicht sitzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier hast du dann Leute von der Armee und Soldaten und verletzte Soldaten und alles mögliche Leute, die halt dabei sind, ne? Und nicht irgendwo was hören oder ja, ich war ja auch in der Armee, aber das ist schon 30 Jahre her. Mit sowas kannst du eigentlich nicht mehr kommen. Heute geht das alles ziemlich anders zu und ja, es ist immer nur sehr schade, wenn ihr dann solchen Leuten glaubt. Ist immer sehr, sehr schade. Und da werden sehr, sehr viele falsche Informationen wiedergegeben. Auch hier von diversen Neueinwanderern kriegt man falsche Informationen, weil die entweder mit der Materie nichts zu tun haben, von der sie reden, oder weil sie der Sprache hier nicht richtig mächtig sind und dann irgendwelche Sachen interpretieren. Das passiert mir auch öfter, ne? Dass da irgendwelche Amerikaner kommen, dass ich irgendwo bin und dann kommen irgendwelche Amerikaner und da wird irgendwas auf Hebräisch ausgerufen und sei es nur an der Bushaltestelle. Und dann sind da Amerikaner, die können dann auch nicht so gut Hebräisch und dann ziehen die da ihre Schlüsse. Ja, kommt der Bus jetzt nicht? Das wusste ich gar nicht. Vielleicht ist da eine andere Bushaltestelle. Und dann sage ich, nein, der Bus kommt etwas später. Wegen irgendeiner Baustelle da hinten. Da haben sie die Buslinien so ein bisschen geändert. Ne? Also, und dann würden die vielleicht weitergeben, oh, der Bus kommt hier nicht mehr, weil sie das so für sich so interpretieren. Aber sie haben nicht richtig verstanden, was da ausgerufen wurde. Und das wird dann auch teilweise so ans Ausland weitergegeben, was überhaupt keine Relevanz hat, was überhaupt nicht stimmt. Und andere Leute glauben das dann. Na, das passiert ja auch, das kann ja jedem passieren, ne? Wenn einer aus China irgendwas interpretiert und sagt das im Internet und ich sehe das, dann denke ich mir auch, ah, der Bus fährt nicht mehr. Und so weiß ich auch nicht, ne? Ich bin nicht in China und ich spreche kein Chinesisch und all solche Sachen, ne? Aber das ist dann auch tragisch, wenn Leute hier aus dem Land, die der Sprache nicht richtig mächtig sind, dann irgendwelche Sachen erzählen. Ja. Also beim nächsten Mal weiß ich nicht, was ich euch raten soll. Rumgoogeln und so könnt ihr ja machen, aber ich google sowas immer auf Hebräisch. Und dann sehe ich, was dabei rauskommt und dann sehe ich, da ist einer erwähnt, zweimal im israelischen Internet. Bedeutet ziemlich belanglos. Ja. Aber ja, bleibt so ein bisschen wachsam, ne? Was euch da erzählt wird und wer sich als Experte ausgibt und wer euch was erzählen will. Da gibt es auch riesige Unterschiede. Natürlich kennt ihr das von den deutschen Medien, ne? Die deutschen Medien versuchen gerade unheimlich Kamala Harris zu pushen. Dabei ist Kamala Harris in den USA eine völlig umstrittene Person, auch innerhalb der Demokratischen Partei. Man will sie eigentlich gar nicht. Aber in Deutschland wird das wieder verkauft als sie ist die, weiß ich nicht, der neue amerikanische Messias oder sowas.
Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, glaubt nicht so alles, was euch da von Experten erzählt wird. Ich bin übrigens kein Experte, ich würde mich auch nie als sowas betiteln. Wirklich nicht. Ich gebe das auch immer nur aus meiner Sicht weiter, aber was ich manchmal so sehe, ich gehe jetzt nicht durch die ganzen deutschen Medien oder irgend sowas, aber halt das bisschen, was ich sehe, das reicht mir dann auch schon. Und da kommen dann immer die Experten. Otto Meier. Okay, dann wünsche ich